Nach einer intensiven Farmtour endlich nach Hause. Hä? Wer ist denn das? Und warum zündet die mein Haus an? Hallo? Hallo? Warum brennt mein Haus? Das brennt ja überab. Oh. Hä? Wer ist denn das? Hallo? Wer bist du? Benlina, was machst du hier? Ich heiße Benjamina. Ach, Benjamina, tut mir leid, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Und hier, wieso zündest du mein Haus an? Das macht Spaß. Wo, da oben. Ach, du heilige Güte. Benjamina, mach mal was. Das war ich nicht. Das war's, wer war denn das sonst, ey? Weiß ich nicht. Da hast du wieder vergessen, den Herd auszumachen, wie immer. Warum bist denn du überhaupt hier? Du hast doch Schule eigentlich. Nein, es sind Ferien. Ich hab frei. Oh, und ich dachte, ich besuche dich hier mal auf deiner Freundewelt. Ihr müsst wissen, Benjamina ist meine kleine nervige Schwester. Nervig? Du bist übel nervig. Du hast mein Haus verbrannt. Oh, guck mal, Ben, das brennt immer noch weiter. Mann, ich krieg das gar nicht gelöscht. Weg, 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 weg. Hier vorne ist noch. Ey, das brennt. Ach du heilige Scheiße. Das breitet sich viel zu sehr aus, Benjamina. Hilf mir. Ich kann dir leider nicht helfen. Warum nicht? Ein ganzer Baum. Oh nein. Brennt das hier du musst in? Da oben hin. Du musst doch dein Haus retten, nicht die blöden Bäume. Ich versuche alles zu retten, aber es breitet sich immer mehr aus. Warum denn jetzt? Hab ich's doch schon gelöscht. Oh. Okay, brennt's? Brennt's jetzt noch irgendwo? Ich glaub, es brennt nicht mehr. Boah, das hat übel viel kaputt gemacht, Mann. Ey! Mann, ich deine Eltern nicht erzogen oder was, ey? Ja, was soll ich jetzt mit dir hier anfangen? Ich hab zu tun. Ja, zeig mir doch mal hier deine Hütte. Oh, ja, okay. Pink, also, das Ding heißt Bratpfaffe. Bratpfaffe? Das Ding heißt Bratpfaffe. Kannst du kein Deutsch oder was? Nicht so unhöflich, bitte. Nur weil deine Eltern dich nicht schlagen, heißt nicht, dass ich dich nicht schlage. So, hier ist Bens Horn. Kannst du mal rausnehmen, kannst du mal machen. Das glaube ich. Das ist das wertvollste Dings des Servers. Na, wenn es so wertvoll ist, dann nehme ich es doch. Das gibt jetzt Hausarrest, extra Mathe-Hausaufgaben. Los! Ich habe gar kein Mathe. Hä, welche Klasse gehst du? Wie kannst du kein Mathe haben? Hat man das nicht in der ersten Klasse? Leg das Horn zurück! Wie heißt es? Bitte. Zauberwort? Bitte! Und du musst auch noch sagen, dass Benjamina die coolste ist. Benjamina ist die coolste Schwester der Welt. Oh, okay, dann kriegst du. Hier haben wir Schnabeltiers Stinke, hier haben wir das Weltrekordboot. Hier schlafe ich, das ist pink seit einem Prank. Eigentlich war es mal rot, naja. Ich hatte mal hier einen richtig coolen Geheimgang. Aber den gibt's nicht mehr. Hier kann ich schlafen. Ja, gute Nacht, ne? Gut. Bin ich dich los, wir sehen uns. Muggi und Gemelo kennst du ja, ne? Na sicher. Ich habe aber viele mehr Haustiere inzwischen. Guck mal hier. Ich habe inzwischen Katzenfutter. Den kennst du noch nicht. Rüsselbernd habe ich. Ich habe Wolfgang und Josef. Wobei Josef gehört mir nicht, aber Wolfgang. Und hier habe ich, wenn die hier, guck mal, hier kannst du auf die Suche gehen. Hier muss irgendwo Stinkeheimer versteckt sein. Stinkeheimer? Wer ist denn Stinkeheimer? Ja, Stinkeheimer ist auch ein Haustier von mir. Der ist hier versteckt. Benjamina, du musst mal ein bisschen genauer zoomen. Mach mal die Glubscher auf, ey. Du hast auf jeden Fall nicht die Sniper-Augen von mir geerbt. Weißt nee, warte doch, mal, du hast ja auch gar nichts von mir geerbt. Wir sind ja Geschwister. Weißt du, ich habe eine Sehschwäche. Hier ist sie da, Stinkeheimer. Nicht freilassen. Hey! Zack, zack. Wir müssen in die Kein Wunder, dass die Eltern nicht loswerden wollten. Die wollten mir nicht loswerden. Ich bin ausgebüxt. Was? Was? Du bist weggerannt? Nein. Und ich bin die erste Adresse, wo du hingehst. Da fühle ich mich ja geschmeichelt, aber auch genervt. Hier, ich habe hier... Hier, kannst du trinken. Warte. Ich mach dir, warte, ich mach dir ein cooles Getränk. Das ist eine Limo. Mit Alkohol. Aber sag's nicht, dein Eltern. Welche Klasse gehst du nochmal? In die, 5B. Ja, da kann man schon Alkohol. Nein, war Witz natürlich nicht. Das ist ohne Alkohol. Sag mal. Benjamina, wieso trägst du meinen Gorilla weg? Was? Wir tauschen Soda gegen Gorilla. Na gut. Die sind nicht ohne, ey. Josef, der haut dich mit einem Schlag K.O. Da musst du vorsichtig sein, du. Was ist das denn? Ist das ein Aquarium? Ja, aber keine Fische drin. Ist ein leeres Aquarium. Nee, 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 nee. Hör auf damit, bitte. Was da
verdammt, ich hab meine kleine Schwester K.O. gehauen. Oh nein. aber du hast doch Heiltränke. Ich hab dir doch Heiltränke gegeben. okay, die müssen wir auf jeden Fall bestechen, sonst petzt sie das unseren Eltern. Was können denn Kinder gebrauchen? Was mögen Kinder? Benjamina! Hallo! Ah, hier. Benjamin, du Arsch! Das war ein Unfall, du bist gestolpert und hast dir den Kopf gestoßen. Ich hatte damit nichts das zu tun. Das stimmt nicht. Ich, ja, okay. Ich rufe Mama an. Ich schreibe Mama eine WhatsApp. Nee. okay, was willst du, dass du der Mama nicht Bescheid sagst? Ich will was zu essen haben. Ich kann nicht mehr laufen. Okay, komm. Oh, was ist das? Das ist ein Pfann. Das ist der offizielle. Ich mache dir jetzt frische Pfannkuchen, Benmina. Okay. Setz dich auf den Stuhl und benimm dich. Ja. So. Mhm. So. Guck mal, da ist ein Hund. Ja, das ist nicht gut. Den geht's aber gar nicht gut. Benjamina. Ja. Hallo. Hey, was ist das? Junge, ich hätte mir die Beine brechen können. Na und? Brauchst du Anfängerblöcke nicht. Du hast getötet, möchte ich mal hier... Getötet? Ich hab dich nur K.O. geschlagen, das ist was anderes. Tötet, Bumsebötet. okay, ich mach dir jetzt die frischsten... Keller. Füße vom Tisch! Da runter. Ich hab keine Füße. So, Weizen, du hast keine Füße. Okay. aber warte, ich muss ja erstmal Milch aus dem Gefäß hier rausholen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie lange diese Milch da schon drin ist. Die ist safe schon vergammelt, des Todes. Aber was eigentlich umbringt, macht einen nur härter, sag ich auch immer, ne? Warte. Moment mal, hast du gerade gesagt, du willst mir vergammelte Milch andrehen? Nein. Hier. Diesen Stapel an, was ich dir hier, guck mal. Das ist dein Stapel. Ey, das war meiner! Ich will mehr! Du hast die rein pulverisiert. Wir haben keine Milch mehr. Ich kann dir nicht mehr machen. Ich will mehr! Hier, iss Kartoffeln, das ist gesund. Kartoffeln. Junge, hallo. Ey, was ist das? Aua! Wer nicht hört, kriegt... Oh nein. Das sag ich Mama. Nein, das bleibt unter unser kleines Geheimnis. So, ich tue das alles wieder zurück hier. Dazu mal rein. Okay, was wollen wir machen als nächstes? Wollen wir es spielen? Spielen? Ja, das Paintball spielen. Das gibt's, glaube ich, eine Paintball-Arena. Paintball spielen? Ja. Und was, okay, und was kriegt der Sieger? Pfannkuchen. Nein, all deine Dias. All meine Dias kriegt der Sieger? Okay. Mhm. Haben wir hier schon Ausrüstung ready? Nee. Okay, da muss ich mal ganz kurz zwei Paintball-Knarren holen. So, wir haben zwei leichte Blutsprüher gebaut, weil der... Die heftige Waffe, Leute, da bist du ja mit zwei Hits tot. Das ist natürlich quarkig für ein Duell. Das heißt, wir entschärfen das Ganze ein bisschen. Was ist das denn? Ich mache TikTok-Tänze. TikTok-Tänze aus jetzt. Wir machen jetzt ein Duell da. Ich muss kurz meine Sachen parken hier. Ach, und quatsch mal. Warte, haben wir ein Bett hier irgendwo? Warte, ich weiß, wo ein Bett ist. Warte. Nichts davon klauen, ne? Aber ich bin Paintball-Profi, weißt du das eigentlich? Nee. Ja, bist du jetzt. Ich habe kein Essen. Egal, brauche ich nicht, um dich zu besiegen. Bist du ready? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Hui. Hui. Hey. Hui. Hui. Hahaha. Oh. Ha, getroffen. Ah, Mann. Ah! Nein! Ich habe gegen meine kleine Schwester ein Paintball-Duell verloren. Ich kann das nicht. Wie viel hast du noch? Ey, es reicht doch jetzt. Waffenstillstand. Oh, die Waffe ist leer. Müll. Junge, du kannst doch nicht einfach den Müll jetzt schmeißen. Wir müssen das recyceln. Das macht man so. Recycelt. Ey, auf meine Sachen zu klauen. Ey, irgendwie sind alle meine Sachen weg. Achso, weil du alles an hast. Deine Sachen sind weg. Das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Und ich habe eine ausreichende Waffe, um dich zu besiegen. Und jetzt gib mir bitte meine Sachen wieder. Ey, alter Junge! Diesmal hast du sogar noch nicht überlebt. Los, lauf! Überlebst du das? Überlebst du das? Ja. Warum schlägst du dich selbst? Du hast mir gar nicht deine Freunde gezeigt. Ich gehe jetzt zu Chaos Flo selber. Ja, ich zeig dir. Ist das dein bester Freund?
Flo ist ein sehr guter Freund. Ich kann dir, wir können uns, wir können, ja, das können wir denn. wir können uns vorstellen. Ich werde ihn vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob er gerade da ist. Flo. Der heißt Flo, weißt du, mit echten Namen. Florian. Flo. Und der pumpt 400 Kilo. Der geht achtmal, ja, der geht achtmal am Tag zum Muskeltraining. Achtmal? Achtmal, ja. Jede Stunde? Jede Stunde, ja. Tag geht ja auch nur 8 Stunden. Ja. Machst du noch Mittagsschlaf oder bist du schon zu alt? Bin da schon zu alt für. Achso. Flo, bist du da oder bist du gerade im Fitnessstudio? Aua, der hat ja ein komisches Haus. Ja, irgendwie mit Stacheln, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Mann, ich komme nicht hoch, ich bin zu fett. Ich glaube, der hat irgendwelche Angst. Oh, ein Sniffer! Sniffer? Guck mal, wir müssen doch in die Freiheit. Ja, okay. Die gehören doch auch zu den Minecraft-Freunden. Das stimmt. Oh Gott, wie der rauswatschelt. Oh, ist das süß. Guck mal. Wie der rauswatschelt. Guck mal, die Waschbären. Ich will den Waschbären haben, Ben. Wir können nicht, das ist Wuschel, das ist sein Haustier. Wir können nicht einfach Wuschel entführen. Nein. Doch, den können wir. Hallo, lassen Sie Wuschel da. Nein. Wuschel bleibt hier. Drei. Ich zähle bis drei, Fräulein. Und dann? Eins. Ja, dann hau ich dir mein Schwert gegen den Kopf. Eins. Nein. Zwei. Aber guck mal, der will doch hier. Zweieinhalb. Ich muss auf ihn aufpassen. Wollen wir den behalten? Nein, den können wir nicht behalten. Das ist ein fremdes Haustier. Wir können nicht aber Haustiere klauen. Ich hol dir einen eigenen Waschbären. Wie willst du den nennen? Puschel. Puschel? So hießen meine Meerschweinchen Wuschel und Puschel. Was ist das denn da? Warum ist ein Haus auf einem Haus? Irgendwie fehlt mir... Ach, das ist ein schwieriges Thema. Das ist das Sicherheitsministerium. Mit denen hatte ich schon viel Stress. Sicherheitsministerium? Ja, ja, aber ja, ich dachte, wir sind Minecraft-Freunde. Hast du meine Schaufel, sag mal? Deine Schaufel? Ach ja, hab ich. Ja, perfekt. Nicht gegen den Stachel dran schmeißen, bitte! Nee. Hallo. Eins, zwei, zweieinhalb, zwei, drei Drittel. Danke. So. Was wollten wir machen? Ach ja, genau, ein Haustier. Puschel, sagst du? Ein Haustier machen? Ja, wir rufen. Kannst du die drucken oder was? Die kommen in 3D-Drucker. Oh, hier liege ich ja. Warum liege ich hier? Ja, weiß ich auch nicht, ob du liegst. Name Tag. Das ist in der Pferdekiste. Wo ist die nochmal? Hier. Ich höre da irgendein Feuerzeug. Mir war hier zu kalt. Warte, ich mach gerade den Puschel. Oh, hast du ein Level? Ah, nee, das ist auch kein Level, ne? Verdammt. Ich habe 6 Level tatsächlich. Echt nice. Dann nenn das Ding hier mal Puschel. Ich glaube, ich habe mich verschrieben. Lese 1A, ist super. Ist okay. Spitze. Guck mal hier, da kannst du, ich habe einen Trampolin, aber der etwas extremeren Art. Cool. Warte. Oh Mist. Man muss ein bisschen schräg drauflaufen. Jui. Cool, ne? So, dann lass uns jetzt einen Puschel suchen. Ist es schief gegangen. Egal, so, ja, wir können ja direkt zu ihr fliegen. Keine Raketen mehr. Wieso habe ich denn eigentlich dauernd keine Raketen? Achso, weil ich die in der. Achso, weil ich sie verdammt bei Benjamina sie hat, ey. Benjamina, ich habe eins gefunden! Benjamina. Ja. Ich habe eins gefunden. Warum läuft du denn immer weg, Alter? Weil ich eins gesucht habe. Du musst doch auf mich aufpassen. Hier, musst du jetzt rechts klicken. Oh, ist das fett. Junge, wo läuft der hin? Warte, wir müssen ihm den Namen geben. Du musst rechts klicken hier damit. Nice, Puschel. Puschel! 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 Jetzt müssen wir den nach Hause bringen. Von wo sind wir gekommen? Ich habe keine Ahnung. Von hier. Ja, du läufst, ich bin weg. War ein Witz. War kein Witz. Warte, ich trag den und du kannst schon mal nach Hause fliegen. Du musst nämlich auch ins Bett, ist schon spät. Na, es ist doch noch Tag, hey, ich will. Nein, hier in dieser Welt geht die Sonne nicht unter, es ist schon spät. Ich will nicht ins Bett. Das ist ja keine Frage des Wollens. Du musst, sonst rufe ich Mama an, dass du ausgebüxt bist. Nee. Jawohl. Nee, machst du nicht. Mach ich wohl, ja, dann mich dich auch los. Nein. Zwei Schwestern mit einer Klappe. Nein. Doch. Zwei Schwestern? Was? Doch. Hier kannst du nach Hause fliegen. Ich trage den für dich nach Hause. Und aber ins Bett auch, ganz ne? Ganz nach Hause.
nach Hause. Also, nee, ich meine in mein Zuhause. So, wie funktioniert das hier? Hä, jo, bist du da nie in Lytra geflogen im Unterricht, oder wie? Der hat es schon hinbekommen, Leute. Das war eine sehr aufregende Episode. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Abonniert den Kanal, mich würde es auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.